Ja, hallo, ich bin Matthias von der Gipfelsohli-Infogruppe. Ich wollte ganz kurz sagen, es gibt ja dieses Video, das ist eine Dokumentation über Genua, den G8-Gipfel, das ist kürzlich fertig geworden. Es zeigt auch, wie lange das gedauert hat, die Ereignisse aufzuarbeiten. Es wertet Funksprüche von der Polizei aus und so weiter und weist die These nach, dass die Polizei willkürlich die Demonstration angegriffen hat und die Ereignisse, wie wir sie ja wahrscheinlich noch parat haben, ausgelöst haben. Also in etwa auch das, worum es hier geht, das zu rekonstruieren. Ich werde jetzt kurz, ich habe dafür 10 Minuten bekommen, darstellen, wie viel, also welche Anstrengungen die Polizei unternommen hat im Vorfeld, um die sogenannte Sicherheitsarchitektur, wie sie das nennen, zusammenzubauen. Ich werde auf ganz wenige Aspekte eingehen, beispielsweise Castor. Das natürlich, Massenprotest in Deutschland kennen wir eben von den Atommülltransporten ins Wendland, wo auch die Polizei, aber auch die Versammlungsbehörde sich immer wieder Maßnahmen überlegt hat. Diese Experten sind auch nach Heiligendamm geholt worden, zu Kavala, wie beispielsweise Frau Röttgers, die Spezialistin für Demonstrationsverbote ist und dort das Demonstrationsverbot ausfertigen sollte. Das war 2 Jahre vorher bekannt, dafür ist sie dahin geholt worden. Auch Herr Tilch, der Einsatzleiter, der als besonders gewaltbereit gilt und diverse Anzeigen schon bekommen hat. Zur Bundeswehr hören wir nachher noch was, nur so viel. Bei der Bundeswehr gibt es ein Command Riot Control, ein Kommando Aufstandsbekämpfung. Die sehen aus wie Polizisten, wie man auf dem Bild sieht, haben die gleiche Ausstattung, haben Schilde, haben Helme mit dem Nackenschutz, nur steht hinten drauf Feldjäger. Die waren eingesetzt, allerdings nicht sichtbar, sondern auf dem Militärflughafen in Lage. Der Einsatzabschnitt Einsatzbegleitende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Kavala hatte die Aufgabe, ein positives Sicherheitsgefühl zu erzeugen. Das haben sie dadurch getan, dass sie halt in der Gegend herumgetourt sind, um Heiligendamm und vor den Chaoten gewarnt haben, die den Gartenzaun zerlegen und womöglich sonst welche Schäden anrichten. Und das ist so auch berichtet worden in vielen lokalen Medien. Dafür gibt es auch also viele Leute, die da waren, Journalisten etc., die uns das erzählt haben. Das Sicherheits- und Ordnungsgesetz ist letzten Sommer geändert worden im Hinblick auf G8. Das geben eigentlich alle zu, dass es Not tat, bestimmte Gesetzesveränderungen noch herbeizuführen vor dem G8 und hat der Polizei noch mehr Kompetenzen im Bereich Überwachung, aber auch Verfolgung eingeräumt. Im November fand eine Konferenz in Rostock statt, an der die Sicherheitsbehörden der G8-Staaten, aber auch Europol teilgenommen hatten. Und die Konferenz hatte 2 Ziele. Zum einen die Auswertung der Weltmeisterschaft und die Planung der Sicherheitsarchitektur für den G8. Und zwar in dieser Reihenfolge. Und man kann davon ausgehen, es gibt dort keine Protokolle oder Berichte, aber man kann davon ausgehen, dass natürlich sämtliche Maßnahmen, die wir kennen bei Fußballspielen und so weiter, dass die auch verabredet wurden und ja auch stattfanden für den G8-Gipfel. Und Herr Zierke hat damals auch schon angekündigt, dass es beispielsweise Reisesperren geben wird, und zwar nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland, also dass Leute im Ausland daran gehindert würden, nach Deutschland einzureisen oder sogar abzureisen. Im Januar war auffällig, dass sich innerhalb von 8 Tagen plötzlich alle möglichen Repräsentanten von Sicherheitsbehörden zu Wort gemeldet haben und allesamt erklärt haben, wie schlimm, gewalttätig das werden wird. Es wird Randale geben, islamistischer Terror und so weiter. Also es auffällig war, dass die linken organisierten Proteste immer wieder in einem Atemzug genannt wurden mit sogenanntem islamistischen Terror. Auf Nachfrage musste dann aber immer eingeräumt werden, nein, Hinweise haben wir natürlich gar nicht, aber wir müssen uns natürlich auf alle Eventualitäten vorbereiten. Im Februar hat Kavala die erste ihrer Aufklärungstouren beendet. Ebenfalls haben sich die Krankenhäuser zu Wort gemeldet und von einem erhöhten Anfall von Verletzten, der womöglich eintreten könnte, geredet. Interessant war, es hat damals eine Notfallübung auch gegeben am Kreiskrankenhaus Güstrow. Und das Nordmagazin, das ist allerdings die einzige Quelle, die darüber berichtet haben, haben erwähnt, dass im Zuge dieser Notfallübung ebenfalls simuliert wurde, dass das Krankenhaus angezündet worden wäre. Und die Polizei war auch involviert in diese Übung. Soweit wir das wissen. Der Verfassungsschutz hat wiederholt versucht, Informanten zu werben und sie auf Treffen beispielsweise von Dissent, das ist eine der Strömungen, die mobilisiert hatten, zum Gipfel zu schicken. Das ist aber eigentlich auch nicht ungewöhnlich.
Es gab gemeinsame Übungen von Polizei und auch anderen Kräften, beispielsweise Rettungskräften. Hier sieht man, wie die Polizei im März übt, einen Zug zu verriegeln und die Leute am Aussteigen zu hindern. Das sind alles Übungen für den G8. Ebenfalls sickerte dann durch, dass auch der gesamte Telefonverkehr abgehört wird. Sie erinnern sich wahrscheinlich an diese Fregatten, die US-Fregatten, die dazu unterstützend benutzt wurden. Auf dem unteren Bild sieht man wiederum eine Bundeswehrübung aus Sarnitz. Das muss ungefähr im April gewesen sein. Die Bundeswehr hat, die Bilder wurden öffentlich gemacht, die Bundeswehr hat dementiert und hat gesagt, nein, da wurde ja gar nicht für den G8 trainiert, sondern für Auslandseinsätze in Afghanistan. Und das mag stimmen, aber diese gleiche Einheit war auch für den G8 eingesetzt. Und was man für das Afghanistan lernt, das mag man ja auch in Heiligendamm anwenden können. Kavala hat zweimal einen sogenannten Kavala-Report veröffentlicht. Der wurde verteilt an alle Polizisten, die im Gesamteinsatz teilgenommen haben. In der ersten Ausgabe von Kavala Report beschreiben sie, wer denn die Globalisierungsgegner, das ist der Ausdruck gewesen, die Globalisierungsgegner sind und was die so wollen. Und da wird auch berichtet über Göteborg und Genua und da wird gesagt, dass die Polizei ja damals tragischerweise schießen musste und damit die Verantwortung für die Schüsse den Demonstranten angelastet. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass die Polizei in Göteborg beispielsweise wahllos auf die Menschen geschossen hat und dass in Genua, das beweist dieses Video, auch die Auseinandersetzungen von der Polizei angezettelt wurden, selbst mit der Gruppe, in der sich Carlo Giuliani befand. Damit wurden die Bereitschaftspolizisten eingepeitscht. Im Mai hat Herr Schäuble den Erlass herausgegeben für die Wiedereinführung von Grenzkontrollen. Da werden wir auch nachher noch was zu hören. Da sind mehrere hundert Leute von betroffen gewesen. Ebenfalls wurde bekannt, dass eine Spezialeinheit in Berlin gegründet wurde, nämlich Aufklärung und Intervention. Es ist eine Einheit von Zivilpolizisten. Wir wissen nicht, wie viele das sind, aber es scheint sich in der Dimension einer Hundertschaft zu bewegen und dass die nach Heiligendamm geschickt werden. Das sind Zivilpolizisten im sogenannten szenetypischen Outfit. Ebenfalls hat sich der Herr Lison gemeldet. Das ist der zu Wort gemeldet. Das ist der stellvertretende Leiter der Bundespolizei Nord in Bad Bramstedt. Dort wurde der Einsatz der Bundespolizei koordiniert und er hatte die Verantwortung für den G8-Einsatz. Und er hat auch unumwunden zugegeben, dass mit den Reisesperren Daten von Globalisierungskritikern benutzt werden, die zum Beispiel auch in Genua angefallen sind. Ebenfalls nochmal der Kommentar, wer weiß, was in Genua passiert ist, weiß auch, durch welche Rechtsbrüche die Leute in solchen Dateien gelandet sind. Und diese Dateien wurden offensichtlich benutzt, um Reisesperren auch für Heiligendamm durchzusetzen. Der 9. Mai ist Ihnen wahrscheinlich noch ein Begriff. Das ist die bundesweite Durchsuchungswelle, die zu einer enormen Solidarisierung und auch Mobilisierung in allen Spektren geführt hat. Vielleicht dieses Zitat. Wir haben in den Busch geschossen und sehen wir weiter, was sich dort bewegt. Das ist das Zitat gewesen eines Polizeisprechers. Es gab noch andere solcher Zitate, die eigentlich unumwunden klargemacht haben, dass überhaupt nichts vorliegt gegen die Leute. Hinterher musste die Polizei dann irgendwas melden. Zwei Tage später haben sie dann gesagt, sie hätten zum Beispiel auch gefälschte Personaldokumente gefunden. Das war ein Schülerausweis. Diese Bilder werden Ihnen vielleicht erstmal nichts sagen. Das sieht in etwa so aus wie während Heiligendamm, die Proteste. Es ist allerdings auch wieder eine Polizeiübung, gemeinsam mit der Bundespolizei, in einem kleinen Dorf, was ein Braunkohletageabbaugebiet wird. Und dort hat die Polizei geübt, wenn man so will, Aufstandsbekämpfung beteiligt. Waren hier nicht nur Wasserwerfer und schweres Gerät der Bundespolizei und der Polizei aus Deutschland, sondern auch Großbritannien. Hier sieht man einen Wasserwerfer aus Großbritannien. Das war am 10. Mai. Hier sieht man einen Wasserwerfer aus Belgien. Die einzige Agentur, die darüber berichtet hat, war RP Online. Die hat auch diese Fotos ins Netz gestellt. Bisher hat noch niemand die Frage beantwortet, was machen die eigentlich da? Und vor allen Dingen, was machen die Wasserwerfer aus Belgien und Großbritannien da? Es war laut der Agentur auch eine Übung für den G8. Hier noch ein paar Bilder dazu.
Wenn man die Bilder studiert, sieht es ein bisschen so aus, als wären das nicht normale Bereitschaftspolizisten, sondern eher höhere Funktionäre, also eher Einsatzleiter, die dort beraten, wie sie denn am besten mit dem Protest umgehen, dafür eine Barrikade gebaut haben, sie auch angezündet haben und dann ein bisschen im Regen stehen. Das war's.